Das ist auch geil. Autoverbot und Spargelinquisition der grünen Sekte. Das sind Headlines von einem großen Medienerzeugnis. Das muss man sich mal vorstellen. Also debiler geht's kaum. Oder statt Essen macht sich zum verlängerten Arm der Fahrradlobby. Da wird dann jetzt also die Fahrradlobby erfunden, so als ob es da irgendwie so eine Verschwörung gibt von Leuten, die halt irgendwie, ne, und so weiter. Natürlich gibt es Interessenverbände und die haben halt eben dann auch etwas, das sich stark machen für irgendwas, aber daraus wird dann Fahrradlobby gemacht und die Stadt Essen ist quasi, macht sich zum verlängerten Arm, bedeutet also hier gibt es dann unfaire Absprachen. Das muss man sich vorstellen, was für ein Duktus das ist. Was dann hier bewusst erzeugt werden soll für ein Bild.